Wärmflaschen, Schlafsack, Fließjacken. Die Fließdecken, die kann ich dann oben drüber machen, wenn es zu kalt wird. Mein Gott, ist kalt. Habe ich noch eine Fließdecken, die Decken und noch eine Decken. Was hat er gesagt? In Winterzeiten ist wie bei geöffnetem Fenster schlafen. Thilo, das ist aber weit offen, das Fenster. Wenn überhaupt gar nichts drin ist, darf ich jetzt einmal sagen. Gut. Winterzeiten. Also mal ganz ehrlich. Wer kommt denn auf so eine Idee? Wer macht sowas? Macht doch eh keiner, oder? Na, das ist. Just know you're not alone. Cause I'm gonna make this place your home. Heute gehen wir in der Freizeit campen. Bei Schnee. Und zwar im Dachzelt. Auf unserer Reise erfahren wir, wie es in den 50er Jahren damit losging. Wo man auf Bauernhöfen und bei Winzern stehen darf. Und warum sich ein Mann entscheidet, komplett ins Dachzelt zu ziehen. Immer wenn ich mit dir telefoniere, ist es saukalt. Das kommt bekannt vor. Schon, oder? Und du, wo bist du? Ich bin kurz vor der Vulkaneifel. Jetzt kommt mir gerade so ein kleiner Tee. Ah. Macht mir ein bisschen warm. Ja, das ist wahnsinnig. Der Thilo Vogel, das ist schon ein Wahnsinniger. Er lebt nicht nur im Dachzelt, sondern er ist auch Veranstalter des größten Winterdachzeltcamps in Deutschland. Wie viele haben sich angemeldet ungefähr? Du, wir haben jetzt weit über 200 Anmeldungen. Die wissen aber, dass Winter ist und dass kalt ist, die da kommen. Ich frage das auch. Ich hab ja gedacht, das wären ganz wenige, aber nein, also die sind alle heiß drauf und die wissen das, ja klar. Okay, gut. Die Liste, die du da geschickt hast von diesen Zeltverleihern, die ist super. Vor allem, es gibt ja Hafer in Bayern auch. Ja, auf jeden Fall. Also gibt es überall. Hast du schon was ausgeguckt? Ein bestimmtes Zelt, eine bestimmte Richtung? Ja, nein, das mache ich jetzt. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu dem. Super geil. Ich freue mich. Lass dir deinen Tee schmecken. Bis später. Bis dann. Ciao. Vierti. Gut. Aber hilft ja nichts, gell? Muss ja schon irgendwas Besonderes sein. Ja, und das Besondere, das werden wir schon noch rausfinden. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Dachzelt. Ich habe mir jetzt von Thilos Liste einen Verleiher in der Nähe von München rausgesucht. Und zwar in Hohenkirchen, Siegertsbrunn. Den Ludwig Schmidt. Schmidt. Ah, woher kenne jetzt ihren Schmidt? Ja, da brauchen sie nur einen eigenen Dachgepäckträger mitbringen. Den Rest macht der gelernte Kfz-Meister. Weil seinem Vater ein Autohaus gehört, das sich auf Geländewagen spezialisiert hat, ist der Ludwig als junger Bursch quasi automatisch beim Zelten auf dem Dach gelandet. Als leidenschaftlicher Jäger und Fischer verreist er heute auch gern spontan, und zwar mit Dachzelt. Vor einigen Jahren hat er angefangen, seine Begeisterung dafür an seine Kunden weiterzugeben und vermietet seitdem verschiedene Modelle. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und das sind jetzt die Hartschalen-Dachzelte. Mhm. Die kann ich entweder halt mit Gasdruckdämpfern oder mit Kurbeln betätigen. Ein Kurbeldachzelt? Richtig, also die Kurbel ist immer auf der rechten Seite. Also wann wurde das erfunden? 1958 wird das Dachzelt in Italien patentiert. Die Namen Maggiolina und Air Camping werden zum Synonym für das Übernachten auf dem Autodach. Matratze drinnen, Kopfkissen drinnen. Die Matratzen ist schon drin? Ja, richtig. Das ist eine richtige Matratzen, die da drin ist? Richtige Matratzen, also, ja. Richtige Matratzen und mit richtigen Kopfkissen. Na. Ja? Also nicht so irgendwie Isomatten irgendwie und na? Die Wurzel und der Strom? Nein. Also es ist schon... Die bleibt da drin. Also wenn ich es mieten würde, die wäre drin. Ja, selbstverständlich. Also so ein Zeltcharakter ist nicht eher Wohnungscharakter, gell? Mit der Decken drin und so. Und ja, es ist schon ein Zeltcharakter mit
Wohnungsgefühl. Richtig. So ist es. Warm und gemütlich. Was wiegt das? Also ca. 60 Kilo aufwärts, ja. 60 Kilo ist aber doch, also für den Opel vielleicht ein bisschen schwer. Außer den Zelten mit der Hartschale gibt es natürlich auch noch Klappdachzelte. Ja, so ganz aus Stoff sind die bestimmt leichter. Das ist jetzt mal so der Klassiker, oder? Das schaut ja wenigstens einmal aus wie ein Zelt. Darf ich mir mal einen Neiling quasi? Ja, selbstverständlich. Ach, nur, dass er Matratzen hat. Die bleibt ja drin, gell? Also die klappe ich mit auf quasi. Die klappt man mit auf, ja. Oh. Das schaut auch richtig von innen aus wie ein Zelt. Das ist schön. Das ist jetzt für wie viel Leute, also von der Breiten her? Also das ist jetzt gedacht für zwei Erwachsene und für ein Kind. Wir haben jetzt 1,60 auf 2,20 Meter in die Länge. 2,20 in die Länge? Ja, also zu zweit, also ein Ehepaar, das ist schon ein Traum, da drin zum Schlafen, ja. Und wenn man nicht verheiratet ist? Ja, da kann man es auch schön haben drin. Ja. Schön haben. Also das war eigentlich wie aus einem Guss quasi. Mit meinem Auto, ja. Das Zelt und dann ich auch noch dazu, es wäre ein Traum. Jetzt ist nur die Frage, weil ich brauche das eigentlich jetzt. Ja, dann machen wir es halt jetzt drauf. Dann schaue ich mir das an. Wunderbar. Auto ist da. Ja. So. Ja, das wäre jetzt, gell? Aha. Schön, hä? Ja. Sehr schön, also wirklich traumhaft. Von der Linienführung und so. Aha. Dachkante auch. Ja. Ja. Schönes Auto. Ja, ja. Schön, gell? Mhm. Ja. Aber der Querträger passt jetzt nicht so ganz. Das ist gefährlich. Ist nichts. Ein bisschen blöd, weil ich muss ja heute Abend mehr oder weniger auf dem Dach schlafen. Ich kann einer schon helfen. Und dann passt kennt's ihr? Ja. Man kennt mir, also er und ich. Ja. Ihr zwei könnt dann losdüsen. Das ist ein Wort. Ja. Ja, ab 120 Euro kostet das Ausleihen von Freitag bis Montag samt Montage und Reinigung beim Ludwig. Also perfekt fürs Wochenende. Der Ludwig hat auch überprüft, wie viel Dachlast mein Opel während der Fahrt tragen kann. Wenn's gerade keinen Kfz-Meister zur Hand haben, einfach in der Betriebsanleitung nachschauen oder beim Hersteller nachfragen. Ist wichtig. Mein Dachzelt wiegt 54 Kilo, ja, das hebt. Und schneller als 120 soll ich mit dem Opel soll ich eh nicht fahren zu meinem ersten Wintertreffen der Dachzeltler. Gut, dann stehe ich halt ständig auf der Bremse. Gut. Dafür reisen wir also mein Auto und ich über die bayerische Grenze Richtung Vulkaneifel nach Manderscheid, Bundesland Rheinland-Pfalz. Viel Schnee haben sie nicht. Aber in der Nacht soll es recht zapfig werden, haben sie gesagt. Ich hoffe, dass mein Schlafsack langt, ehrlich gesagt. Hallo. Servus. Du wolltest dich anmelden? Richtig. Ich bin die Nathalie. Schmidt, Max. Hallo. Mit Hund Annam fährt Nathalie eben zusammen mit ihren beiden Töchtern Leonie und Lilly regelmäßig in den Urlaub. Und zwar mit Dachzelt. Aber ohne ihren Mann. Der schlaft lieber im Hotel. Hast du schon einen Parkplatz gefunden? Nein, ich bin gerade her. Okay, wunderbar. Dann machen wir erstmal die Anmeldung, dein Bändchen. Jetzt bist du dabei und jetzt gehörst dabei. Dazu. Das hier? Ja. Machst du bitte an dein Auto? Gut. Ja. Ja. Und wegen also hier stehen? Stell dich einfach dahin, wo es dir gefällt. Ist alles mit Strom. Wir haben ein Saunafass. Wir haben einen Zuber. Da kann ich. Da kannst du rein. Genau. Nein, weil es ist ja schon kalt, gell? Also ja. Kalt ist schon, gell? Ja, aber das da ist richtig schön warm. Ah, da ist warm. Mhm.
So ungefähr 40 Grad. Okay. Strom hätte ich und wenn es mal zu kalt wird, dann... Dann kommst du einfach zu mir rüber ins Zelt. Ich habe einen Wasserkocher. Und dann machen wir dir eine Wärmflasche warm. Oder, wenn es dir richtig kalt wird, ja, dreh dich mal um. Ja. Ich habe da so ein ganzes Lager an Decken gebaut. Für die Leute, denen es wirklich, wirklich, wirklich kalt ist und die zu wenig dabei haben. Okay. Und die können sich dann hier Decken ausleihen. Das ist nicht blöd, wenn man dann merkt, dass... Genau. Und so. Aber ja. Gut. Der Thilo. Ja. Ist der auch schon da? Ist der ist da, der ist da. Aber irgendwo am Platz. Viel Spaß bei der Suche. Gut. Alles klar. Danke. Gerne. Bis später, gell? Ja. Ciao. Ciao. Ja, dann suche ich mir erst einmal ein schönes Platzl. Wissen Sie, der Vorteil von so einem Dachzelt, also gerade im Winter, Sie haben das Geschiss nicht mit den Heringen. Ja, Sie müssen nicht am Boden schlafen, im Bad vielleicht auch noch. Und die Luftmatratze mit der Luftpumpe brauchen wir auch nicht. Ja, der Platz ist ja nicht schlecht, oder? Muss man jetzt nur noch das Zelt aufbauen. 2 Minuten, hat er gesagt. Der Herr Schmidt Ludwig. Na dann. Jetzt war das wir. Genau. Jetzt war das so. So. Ach so, ja stimmt, so war's. Und so. Und so. Recht hat er gehabt, der Herr Schmidt. Gut. Die Verspannung mal lösen und Kältehaube drauf und schlaf sogar. Auf den Thilo. Ich bin angekommen, also ich bin jetzt da, ich hab aufgebaut. Ja, schau. Hast du einen guten Platz gefunden? Ja, hab ich. Sensation. Ja. Wo steckst du? Ich lauf gerade übers Gelände, muss ein paar Sachen noch klären, hier eine Anmeldung. Wenn ihr eine Frage habt, meldest du dich entweder beim einen vom Orga-Team oder Rebecca zum Beispiel? Rebecca? Ja, die weiß auch gut Bescheid. Gut, alles klar, dann schau ich mal, vielleicht erwische ich die Rebecca, vielleicht hat ja mal die Zeit für mich, gell? Ja, super. Also, bis später hoffentlich. Bis später. Vierte. Ciao, ciao. Rebecca. Rebecca Ross kommt aus Alzenau in Unterfranken und ist Dachzeltnomadin der ersten Stunde. Als Bloggerin reist sie seit 2017 durchgehend mit Allrad und Dachzelt um die Welt. Das ist quasi deine Winterausrüstung? Genau, damit bin ich im Winter unterwegs. Dem Deckel, doch? Also ich habe hier verschiedene Schichten. Einmal die Wolldecke zuerst. Da runterhalte ich mich kuschelig warm. Und dann habe ich eine ganz normale Bettdecke oben drüber. Ohne Bezug? Ohne Bezug, ja, weil der Bezug zieht nur die Feuchtigkeit. Und das habe ich das Gefühl, dass es einfach nicht so feucht wird, wie wenn man noch Baumwolle drauf machen würde. Aha. Und hier außen noch mal so ein Schlafsack drüber, der dann von außen auch feucht werden kann, aber drin trotzdem noch trocken ist. Das ist dann ganz angenehm so. Ein Sommerschlafsack. Genau. Aber der hat ja nicht die Funktion von einem Schlafsack. Ein Schlafsack muss ja eigentlich zu sein, dann hat er die beste Funktion. Also wenn du dann okay, da ohne Klamotten drin liegst, dann kannst du die ganze Luft gut aufheizen durch den Körper. Und ich also im Schlafsack am besten im Schlafsack am besten nackig, ja, genau. Wenn du jetzt im Schlafsack schläfst, dann solltest du sie eher ausziehen und vielleicht im Schlafsack lagern, zumindest eine Schicht, dass du dich morgens dann mit warmen Klamotten anziehen kannst. Ja, wenn es richtig kalt ist, ist es auch schlau, die Schuhe mit reinzunehmen, weil die sonst einfrieren. Und dann halt die Decken drüber. Und mit Wärmflasche immer und habe eigentlich bis minus 10 Grad keine Probleme. Ja. Minus 10 Grad? Ja. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass man mindestens 2 gegenüberliegende Fenster offen hat. Wir reden schon von nachts Fenster aufmachen. Ja, genau. Ja. Also das ist einfach ein Durchzug da, der dann eben auch die Feuchtigkeit mit rausnimmt oder im besten Fall gar nicht erst entstehen lässt. Echt? Ja. Okay, also da macht das fast Sinn. Genau, deswegen habe ich auch hier noch so eine Matte drin. 3D-Mesh heißt das. Das ist so ein Plastikgewirk, das quasi auch unter der Matratze Luft zirkulieren kann, wenn es da feucht wird, dass dort unten die Feuchtigkeit trocknen kann. Ja. Genau. Und da bist du so ein bisschen unterwegs für die, oder was? Genau, ja. Ich war jetzt auch gerade am Nordkap oder in Skandinavien mit Dachzelt im Winter. Ich bin tatsächlich eher so der Kältetyp.
Fan. Also ab Freak. 20 Grad ist mir. Hast du Freak gesagt? Nein, frieren wollte ich sagen. Ein Kältefreund, habe ich gesagt. Nee, ich mag schon lieber kalt als warm, das stimmt schon, ja. Ich mag das ja auch recht gern. Ja. Ich schlafe ja oft draußen. Hast auf jeden Fall ein cooles Gefährt. Ja, es war mal das Auto von meinem Opa. Ehrlich? Ja. Oh, wie cool. Ja, sehr cool. Und deswegen jetzt mit Dachzelt ist es auch so formvollendet, oder? Wenn mein Opa wüsste, was das Auto schon alles erlebt hat. Großartig. Du, dann sehen wir uns später, weil ich mache jetzt einmal den, versuche den Thilo mal zu finden. Viel Glück. Ja, ja, das kann ich brauchen beim Thilo. Gut. Also, bitte. Hold on to me as we go. As we roll down this unfamiliar road. And although this wave stringing us along, just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home. Also nochmal, ihr wart mit dem Elektroauto und dem Dachzelt in Marokko. Richtig, ja, genau. Das geht. Ja, der Vorteil beim Dachzelt ist immer, du kannst jederzeit Pause machen, kannst dann drin schlafen. Und währenddessen laden, oder was? Genau. Der Vorteil beim Elektroauto ist ja, du hast ja viel mehr Stromlademöglichkeiten als Tankstellen. Das heißt, wir haben mal auf dem Campingplatz gestanden, mal an der Autobahnraststätte und dann immer währenddessen geladen. Dann morgens, je nachdem, wie schnell du laden konntest, ist der Akku voll, kannst du wieder weiterfahren. Für uns ist es sozusagen das Wohnmobil, ne, weil es bisher noch kein elektrisches Wohnmobil gab. Und das ist so für uns der Wohnmobil. Ach, das ist natürlich, ja, hallo. Hast du Platz in dem oben? Ja. Also, oder hat die andere dann noch Platz, wenn du drin bist? Ja, also ich bin glücklich verheiratet. Das ist Voraussetzung für 1,35 Meter breite Betten. Aber das Bett an sich ist 2,35 Meter lang. Und ich bin ja nur 2,6. Insofern passe ich genau rein. Ach, du bist ja nur 2,6. Genau. Ja. Ja. Ist jeder Dirk so groß eigentlich? Ja. Ich glaube schon, oder? Also ich kenne nur große. Ja. Also das muss man sich mal reinschauen. Ja, 300 Leute, Dachzelten, Winter, total abgefahren. Also das geht in meinen Kopf nicht wirklich rein, immer noch nicht. Weil ich finde das total cool, dass ihr alle hier an den Start gekommen seid und das versuchen wolltet. Da ist er jetzt, der Thilo, gell? Jetzt wo er sie so aneinander treibt. Bei der Organisation, weil es ist ja schließlich das erste Mal, dass die das machen, dieses Winterzeltencamp. Gut, aber irgendwann. Okay, ne? Irgendwann, da wüsste ich ihn schon. Meist ist es kalt. Danke. Ja. Jetzt geht's, Papa. Man weiß ja nie. Auf so einem Treffen ist natürlich gut, weil man kriegt natürlich Tipps zum Campen. Zum Beispiel dieses Buch, Landvergnügen. Da stehen Winzer drin, Bauern drin, wo man eine Nacht mehr oder weniger umsonst schlafen kann. Also fast umsonst, weil mit dem Buch kauft man eine Vignette für ein Jahr, klebt man sie ans Auto hin und dann weiß der Bauer oder der Winzer Bescheid. Kann man da schlafen bei denen. Nicht unkomfortabel, also mit Toiletten und so. Oder man schaut nach einer App, gibt es auch welche, wo man dann zum Beispiel stehen kann für eine Nacht für 10 Euro oder sowas. Legal. Wichtig. Genau. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich den Thilo mal triff. Angeblich am Lagerfeuer. Angeblich. Took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around. Nicht das schlechteste Leben, kann ich da sagen, oder? So. Sehr geil. Ja, so als Dachzeltnomade. Du hast keine Wohnung, sondern du hast die Wohnung aufs Autodach. Komplett. Genau. Komplett. Umgelegt. Ja, genau. Aufgelöst, die Wohnung aufgelöst und ins Auto gezogen. Und seitdem lebe ich da, seit 2,5 Jahren. Ich bin Fotograf gewesen und habe ein cooles Studio gehabt. Es ist gut gelaufen. Aber irgendwie wurde mir das alles zu viel. Nur noch Arbeit, 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 wenig Freizeit. Da habe ich gedacht, nee, da muss ich was dran ändern. Ich muss das kleiner machen. Dann habe ich meine ganzen Hab und Gut reduziert und irgendwann passte alles ins Auto und dann los. Ich wollte auch die Arbeit mit meinem Leben verbinden, ne? Mit meinem Reisen verbinden. Also ich wollte nicht immer zurückfahren von jedem Auftrag. Ich wollte da mal bleiben, wo es schön ist, an einem schönen Strand oder einer schönen Umgebung und einfach das Leben genießen. Das war so das Ziel. Und das habe ich mir tatsächlich jetzt verwirklicht.
Heute, erzählt er, lässt er sich von Eltern und Freunden nur Zeit schenken, nichts Materielles. Ein paar Sicherheiten gibt's: Kranken- und Autoversicherung. Und er darf wählen. Nicht mehr bei Landtagswahlen, nur noch den Deutschen Bundestag. Per Brief. Es ist nicht immer total romantisch, unterwegs zu sein. Das denken viele. Ist immer nur geil. Nein, ist es nicht. Also, ist manchmal auch sehr anstrengend. Man muss sich alles zusammensuchen. Du hast nicht immer den Supermarkt an der gleichen Stelle. Du hast nicht immer das Klo an der gleichen Stelle oder die Dusche. Das muss ich ja alles zusammensuchen. Aber ist auch spannend. 2017 gründet Thilo die Dachzeltnomaden im Netz. Eine lockere Gemeinschaft, die in einem Jahr von 3.000 auf 12.000 Mitglieder angewachsen ist. Tatsächlich ist es für viele eine Inspiration. Das ist schon so. Ja, ich kriege viel als Feedback gespiegelt, dass Leute sagen, Mensch, so, ich habe mir jetzt angeguckt, ein Video von dir gesehen, ich habe nachgedacht, oh, ich habe was verändert oder ich wollte was verändern und haben für sich was Positives verändert. Und ich habe jetzt auch gerade heute ein cooles Gespräch gehabt, wo ein Pärchen gesagt hat, ey, seit wir die Gruppe kennen und das Dachzelt, wir waren 3 Monate im Dachzelt unterwegs und das ist super geil. Und die feiern das total. Die sind super glücklich und zufrieden und haben für sich mehr Zufriedenheit geschaffen. Ne? Ich glaube, darum geht's. Well, a landslide bring it down. Ah, so. Jetzt glaube ich, jetzt schlafe ich. Gute Nacht, Schmidt. Kann es sein, dass du vergessen hast, sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hä? Ja. Nathalie, ich habe vergessen, ich dachte, glaube ich, so Wärmflaschen, wenn du. Klar, komm rein. Genau. Herrlich. Schön, ne? Das ist sehr gemütlich. Wir waren das letzte Jahr 18 Tage durch Italien. Komplett runter bis zum Vesuv. Den haben wir dann bestiegen, wir drei Mädels. Fühlt man sich nicht ein bisschen, weil dünner Zeltstoff, überhaupt Angst nicht. Irgendwie? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Wir stehen ganz oft ganz frei. Also so gar nicht auf Campingplätzen oder so. Und erkunden einfach schön die Welt. In Italien, da ist ja auch wärmer. Da ist wärmer, das stimmt. Nicht so wie hier. Ja, weil, genau. Weil es mir schon ganz schön kalt ist. Soll ich dir mal deine Wärmflasche auffüllen? Ja, das wäre großartig. Ja. Oh. Hast du auch so eine Wärmflasche? Und du schloss da oben? Und dir ist nicht so kalt? Ich drück dir die Daumen, dass du nicht erfrierst. Ja. Es geht ja so schnell. Also, gute Nacht, gell? Gute Nacht, schlaf gut. Nacht. Ja, das mache ich jetzt. Soll ich dazu auf? Ich muss ins Bett. Kann ich machen. Mir Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Dieses Jahr ist kalt. Da sind dann lauter Eiskristalle an der Decke. Jetzt muss ich irgendwie überlegen, wie ich mich anziehe. Guten Morgen, Herr Schmidt. Wie viel Grad haben wir heute Nacht gehabt? -13,6. -13,6. Über meinen Schlafsack war ich mehr als glücklich. Ja. Dicker, guter Daunenschlafsack. Cool. Dann ein paar Decken drüber. Ja. Wärmflasche ist genial. Also, weil die ist auch in der Früh noch warm tatsächlich. Ja. Ja. War es okay? War es anstrengend? War genau das, was ich eigentlich gehofft habe zu finden in der Nacht, habe ich auch gefunden. Also tatsächlich sich so spüren. Ja. Ja. Auch lustigerweise auch die Geräusche von einem Campingplatz, ja, die geben einem auch so einen gewissen Schutz. Mhm. Oder man fühlt sich so behütet, man ist in der Gruppe, man weiß, wo man ist, man hört das Lagerfeuer knistern, Musik und so. Das fand ich wahnsinnig gut. Also auf jeden Fall von dir sehr, sehr mutig bei diesen Temperaturen
bei dem Winter. Das ist schon krass. Also Hut ab. Ja. Und vor allem das Ganze ohne Bart. Weil mit Bart wäre es ja noch schöner gewesen. Die Dachzeltnomaden treffen sich ab und zu auch in Bayern. Dann ohne Schnee. Zum Beispiel im fränkischen Seenland. Und jetzt? Ja, ich hab ja noch. Deshalb habe ich mich in der nächsten Nacht an einen See gestellt, an den Spitzingsee. In die Berge. Ja, auch wenn man nicht sieht. Traumhaft. So, grüß dich. Du bist gestern gekommen und fährst heute wieder. Ja, so war der Plan. Also, dass ich quasi. Ja, ja. Heute du, mach ich dann einen Sonderpreis. Gib mir 10 Euro, dann passt das. Wird schöner, kriegt man Zettel. 10? Danke schön. Dann wünsche ich dir noch was. Der Hof von die Dachselbergers hat den Vorteil, da können sie auch ein Bad benutzen. Sie müssen bloß an der Mulch vorbei. Hinten rein quasi. Nicht schlecht. Nicht schlecht ist auch der Hofladen. Mulch und den Marmelade. Nimm ich noch einen Apfel mit. Hä? Wenn man da einkauft, gefreut es die Bauern. Oh, Apfel ist nie verkehrt. Zum Frühstück. So, packst du es wieder? Jetzt leiche ich mich wieder. Wo das passt? Ja, find ihn gut. Ja, dann kommst du mal wieder. Ja, das ist ganz schlimm. Ja, ja, mal. Gut. Bitte. Hey, servus. Sollten Sie jetzt auch darüber nachdenken, sich ein Dachzelt zuzulegen, was ich gut verstehen kann, das kostet je nach Ausstattung zwischen 800 und 6.000 Euro. Morgen. Schmidt. Nein. Die einen machen halt da Urlaub, wo andere arbeiten müssen. Ja, sag mal. Könnt ihr ein bisschen leiser sein? Ich mag noch ein bisschen schlafen. Mitten im Urlaub. Hä?